Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur 68. Folge von Janas Nadelzauber. Ich bin Johanna und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich so in der ganzen Adventszeit und jetzt auch über Weihnachten gewerkelt habe. Ja, es ist wieder eine ganze Weile gewesen, aber die Adventszeit und auch die letzten Tage in der Schule, die waren einfach sehr einnehmend und haben sehr viel Zeit gefressen. Und dazu war auch noch gefühlt irgendwie hier immer das Licht so schlecht. Auch heute ist es wieder furchtbar schlecht. Es ist immer bewölkt. Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt ist egal. Jetzt nutze ich es mal eben aus, dass ich Zeit habe. Und ja, Licht wird nicht besser, wenn wir darauf warten. Ich glaube, ich müssen wir warten bis ins Frühjahr hinein. Genau, ja. Also, was habe ich gemacht in der letzten Zeit? Ich habe euch berichtet, dass ich ein paar Socken stricken wollte, noch für Nikolaus, für meinen Mann und meinen zweitältesten Sohn. Den ältesten, die Socken, die habe ich euch ja im vorletzten Video, glaube ich, schon gezeigt gehabt. Ja, müsste ich zumindest. Die Paderborn-Socken. Ja, genau, die habe ich euch letzte Folge gezeigt. Also da liegen meine Notizen, deswegen schiebe ich darunter. Genau, so. Und bevor ich sie verschenkt habe, habe ich eine kleine Sequenz aufgenommen und die spiele ich euch jetzt hier ein. Zu Nikolaus für meine Jungs habe ich Socken gestrickt. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Die ersten Socken, die ich gestrickt habe, waren für meinen Mann. Und die sehen so aus. Das Licht ist ein bisschen grell. Also es ist ein sehr trüber Tag. Ich sitze jetzt vorm Fenster. Ja, also das Gelb ist eigentlich ein schönes, sonniges Gelb und nicht so zitronig. Und das hier ist auch kein Schwarz, das ist ein Dunkelbraun. Aber ja, bei den Lichtverhältnissen kann ich das jetzt nicht anders zeigen. Ja, ich habe die wieder gestrickt wie immer für meinen Mann. Das heißt, ein Schaft mit zwei rechts verschränkt, zwei links und geht auch über den Fuß. Eine Herzchenferse, eine verstärkte und die Blumenspitze. Genau, er hat eine 42-43, aber sehr, sehr schmale Füße. Deswegen stricke ich die auch nur mit 15 Maschen statt mit 16. Ja, genau. Das sind die für meinen Mann. Und das war eine Sockenwolle von Butinette. Die sieht jetzt so aus. Ich habe das andere Knäuel, es war ein Dreier-Set, habe ich noch nicht gewickelt, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, wie es mal ausgesehen hat. Und zwar ist das das Knäuel für meinen Sohn. Ja, man sieht das Gelb nicht. Also da ist das Gelb. Die Streifen waren wesentlich größer und ein bisschen anders angeordnet, aber so ungefähr hat das Knäuel auch ausgesehen. Genau, und für meinen zweiten Sohn habe ich dann diese Socken gestrickt. Ja, da, es ist gelb, also man sieht es echt viel stärker. So sieht es ja fast weiß aus. Also es ist eigentlich das gleiche Set, nur dass die Streifen etwas anders angeordnet sind. Hier läuft es ja immer von dunkelgrün dann wieder zurück und wieder, ne? Also keine richtige Reihenfolge und dann fängt die Reihenfolge wieder von vorne an, sondern sie läuft dann wieder zurück. Und hier ist immer wieder die gleiche Reihenfolge. Also weiß, gelb, grün, dunkelbraun, helles Braun und dann geht es wieder mit Weiß los. Ja, er hat eine 44-45 und nicht ganz so schmale Beine. Da habe ich ein ganz normales, zwei rechts, zwei links Bündchen, auch eine Herzchenferse. Auch das Muster auf dem Fuß mitlaufen lassen, allerdings mehr, weil ich schon so dran gewöhnt war, jetzt immer das Muster mitlaufen zu lassen. Für ihn ist es eigentlich nicht nötig. Er hat ganz breite Füße. Da kann ich auch ruhig glatt stricken, ohne dass es zu weit wird. Aber weil ich jetzt das Muster habe laufen lassen, habe ich für ihn auch eine Blumenspitze gemacht. Hier sieht man das jetzt auch, die Abnahmen da. Dieses kleine Blütenblatt hier. Ups, genau.
Ja, und diese Färbung von Butinette heißt Bananabrot. Die habe ich irgendwann mal zu Weihnachten von meinem Mann gekriegt. Das ist schon ein paar Jahre her. Genau. Ja, Bananabrot von Wolbut. Ja, und es hat eigentlich ganz gut hingehauen mit den Mustersätzen. Also von einer Socke zur nächsten musste ich nur so viel abwickeln. Also das ging eigentlich. Ich stecke die Knäule, die ich abgewickelt habe, meistens hier rein. Deswegen den anderen kann ich euch jetzt gar nicht mehr zeigen. Ja, das waren die Socken. Bevor ich sie verpackt habe, da musste ich sie ja noch einmal schnell aufnehmen, weil getragen wollte ich sie euch jetzt auch, auch nicht zeigen. So, ja, was habe ich denn danach noch gemacht? Da nach Nikolaus mein Ältester gesagt hat, boah, die Socken sind toll, habe ich gedacht, na, das schreit nach einem zweiten Paar. Und er hat sie ja auch schon unterm Weihnachtsbaum jetzt gehabt. Ich habe sie ihm jetzt aber nochmal wieder kurz weggenommen, bevor er sie groß an die Füße zieht, damit ich sie euch nochmal zeigen kann. Und das sind diese hier. Wieder genauso wie die anderen, weil das ihm gut gefallen hat, habe ich ihm wieder hier oben das Minecraft-Muster gemacht. Dann eine Herzchenferse. Und ja, ich habe hier, glaube ich, 16 Maschen pro Nadel gehabt. Bin dann hier im Spickel auf 15 pro Nadel runtergegangen, deswegen sieht der Fuß ein bisschen schmaler aus. Ja, weil er hat einen sehr langen und schmalen Fuß. Obwohl es nur 42 ist, ne? Aber so proportional ist sein Fuß halt sehr schmal. Ja, und er freut sich. Und ich denke, er wird jetzt, im Februar hat er auch Geburtstag, wird er schon 20. Da kriegt er von mir dann nochmal ein paar. Das weiß er aber noch nicht. Aber was ich sehr erstaunlich fand, war, das erste Paar war Butinette-Sockenwolle. Und die fand er super. Und als er die hier übergezogen hat, da hat er gesagt, oh, die sind aber rauer. Also er hat sofort gemerkt, dass Opal ein Stückchen rauer ist als Butinette. Ich vermute, das liegt daran, dass ich glaube, Opal hat deutsche Socken, also deutsche Schafwolle, die sie verarbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also zumindest sind die Schafpaten ja deutsch. Schafwolle und die ist ja nun mal ein bisschen rauer oder griffiger als ja, diese, wie nennt man die, neuseeländische oder also diese ganzen anderen Merinos, die eingeschifft werden und importiert werden. Na, also, ja. Hat er den Unterschied gemerkt, fand ich erstaunlich. Also normalerweise ist ja so, dass die meisten den Unterschied gar nicht so merken, weil da merkt man mal, wie empfindlich er ist. Ne? Aber ich bin ja froh, dass sie ihn überhaupt. Dass er sie überhaupt mag. Ich habe ihm jetzt gesagt, ich werde die Opalsocken jetzt einmal vorsichtig per Handwäsche noch einmal ein bisschen waschen. Dreckig sind sie ja nicht, aber dadurch erhoffe ich mir, dass sie dann ein bisschen geschmeidiger werden und dass sie ihn nicht ganz mehr so pieken. Genau, so, das waren die Opalsocken. Ach so, eine Nummer oder einen Namen haben sie nicht, weil das ist ja aus meinem Opal-Abo gewesen. Ich glaube, es war aber sogar das, nicht das Dezember-Abo, sondern das September. Ja, also das vorletzte Abo war das. Ja. Genau. Und wo wir schon bei Abo sind, dachte ich, zeige ich euch, was ich zu Weihnachten gekriegt habe. Weil ihr wisst ja, dass ich habe zwar das Abo, aber nicht auf meinen Namen, sondern mein Mann hat es ja bestellt. So, und das heißt, im Frühjahr zu meinem Geburtstag kriege ich dann den einen Karton zum Geburtstag und im Dezember dann einen zu Weihnachten. Und deswegen habe ich ihn dann nicht am 15. Dezember gekriegt, sondern erst unter dem Weihnachtsbaum. Und jetzt zeige ich euch das Opal-Abo. Also ich denke mal, jeder von euch, der es hat oder sich bestellt hat, der kennt es schon, hat es auch schon ausgepackt. Falls nicht, bitte jetzt weggucken. Genau. Also, das erste Knäuel ist dieses hier. Ein schönes grün, gelb, türkis, rot. Und das hat auch gleich mein zweiter gesagt. Ah, da wünsche ich mir Socken draus. Das kam auch daher,
Ich habe meine große Sockenwollkiste rausgeholt. Das ist eine riesen, riesen, riesengroße Kiste mit Rollen. Und habe dann zu meinen Jungs gesagt, guckt euch mal an, was ihr an Farben mögt. Weil immer, wenn ich rate und so, nachher haue ich daneben, finde ich doof. Vor allem bei meinem Ältesten, der ja jetzt gerade seine Liebe zu den Socken entdeckt hat, war das eine gute Idee. Weil ich hatte noch einen Plan, ein paar Socken zu Weihnachten geplant und hatte einen Knäuel rausgesucht und habe das aber nicht mehr geschafft zu stricken. Und als er das Knäuel gesehen hat, sagte er, nur die Farbe findet er nicht gut. Und da habe ich gedacht, boah, Glück gehabt. Zum Glück habe ich ihm da keine Socken draus gestrickt. Und ich hätte bei fast allen Knäueln daneben gelegen. Also fand ich sehr interessant. Also zum Glück habe ich das gemacht. Jetzt hat jeder von den Jungs eine Tüte. Und die vergessen ja, was sie für Socken wollen, sich rausgesucht haben. Und wenn ich ihnen jetzt was stricke, dann ne, ist es halt immer noch eine Überraschung. Weil sie haben ja nicht nur zwei Knäuel rausgesucht, sondern ordentlich meine Kiste geschröpft. Ja, und deswegen hat mein Sohn, als ich das ausgepackt habe, gleich gesagt, wow, die finde ich toll, da würde ich mich auch über Socken freuen. Der mag nämlich grün sehr gerne. So, und das nächste Knäuel, ja, da hat sich natürlich gleich mein Mann wieder gemeldet und gesagt, das ist was für mich. Ja, ich weiß auch nicht, der mag gerne pink und türkis. Es ist ein bisschen orange, Hautfarbe, ja, genau. Da hat er sich für angemeldet. Da habe ich gedacht, gut, okay. Können wir machen. So, und dann kam dieses Knäuel raus. Da hat mein Mann auch gesagt, das würde er auch schick finden. Das hat ein bisschen größere Farbverläufe, denke ich. Mehr so, also mehr in Richtung Farbverlauf und nicht in so blockartige Streifen. Und dieses hier, das finde ich persönlich ja sehr, sehr schön. Die Kontraste sind nicht so hart. Eigentlich geht es ein bisschen weicher in Natur hier in die Farben über. Aber das wisst ihr ja, dass bei mir in der Kamera Sachen rauskommen, die man so gar nicht so sieht. Ne? Wenn man da an diese grünen Socken denkt, die auf einmal ganz stark gemustert waren. Bei mir einfach nur moosgrün aussahen. Ja, also das finde ich auch sehr, sehr schön. So ein Orange mit Braun. Es ist kein richtiges Orange. Es ist mehr so ein Rost, was in so ein etwas kaltes Braun übergeht, in so ein Schwarzbraun. Sehr, sehr schön. Also die finde ich super schön. So, das erste Knäuel, was mir entgegengesprungen kam, dachte ich, boah, das ist ja gar nicht so opal. Das war dieses hier. Das hätte vielleicht mehr so von der Farbgebung her, weiß ich nicht, so irgendwie so Regia Perfekt oder überhaupt jetzt so zu Regia gepasst. Finde ich aber schön, dass Opal auch mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone, sag ich mal, rauskommt und auch mal andere Sachen macht. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Die sind natürlich sehr hell für Socken, aber da könnte ich mir ein schönes Paar für Socken vorstellen. Also ich bin mal gespannt, ob es wirklich ringelt oder ob es vielleicht mehr wildert oder so. Sehr interessant. Ja, das hier habe ich gedacht, boah, das ist absolut meins. Da bin ich ja total verknallt drin. Und dann sagt mein dritter Sohn, oh, die Farbe finde ich toll, da will ich Socken draus haben. Ja. Ne, ich muss ja nicht dieses Knäuel als erstes nehmen, ne? Ich kann ja noch ein bisschen damit kuscheln und dann nehme ich erstmal die aus der Tüte. Ja. Ja, aber so sind schon 1, 2, 3, 3 Knäule aus meinem Abo schon verplant. Ne? Ja, sehr schön. Genau, so dann bleiben wir erstmal nochmal beim Abo. Und zwar gibt es ja im Dezember so als Treuegeschenk, ist für mich jetzt das erste Mal, von daher so Treue, ich habe es jetzt ein Jahr, gibt es dann diesen Strang. Dieser Strang, der ist dreifädig, das ist die Opal Light. Und soweit ich das mitgekriegt habe, hat nicht jeder den gleichen gekriegt, sondern es sind unterschiedliche. Und ich habe es jetzt mal so zusammengedreht. Ich finde den so unglaublich hübsch. Das sind 75 Gramm, soll für ein paar reichen, ein paar Socken. Ich bin natürlich ein bisschen am Hadern. Ich habe schon mal dreifädige Socken gestrickt. Die sind sehr schön und leicht, gehen natürlich aber auch schneller kaputt. Aber, ja, mal gucken. Also
Es ist ein wahnsinnig schöner Strang. Ich finde, die Farben sind der Wahnsinn. Und ich glaube, dass die bestimmt irgendwie, zumindest in einer ähnlichen Technik, wie handgefärbt sind. Weil solche Überlappungen der Farben, die hat man eigentlich immer, wenn man handfärbt. Durchs Tauchen oder so. Also es ist zumindest in einer ähnlichen Technik gefärbt. Das Blau finde ich wahnsinnig, also dieses Türkis. Und dann in Kombination mit denen. Ein Träumchen. Also ich finde die super, super schön. Ich hatte vor Weihnachten irgendwie, irgendeiner hat ein Unboxing gemacht und YouTube macht ja immer oder ganz oft so eine kleine Sequenz, die dann aus dem Video abgespielt wird. Und natürlich hielt derjenige dann gerade seinen Strand hoch und er war in Türkis und, also grünlich und blau und Türkis und ich dachte, oh, jetzt hast du dein Special gesehen. Und dann war ich so glücklich dann, als er unterm Weihnachtsbaum ein viel schönerer Strang war. Also für mich schöner. Also grün ist eigentlich nicht so meine Farbe. Ja. Ja, ich bin ja mal gespannt, was ich daraus machen werde. So. Ach, jetzt habe ich das andere vergessen. Aber ist egal. Meine Freundin hatte mir eine Tasse geschenkt und da stand drauf, mein Zuhause ist da, wo meine Wolle ist oder irgendwie sowas. Genau, und das fand ich ja total süß. Und in dieser Tasse steckte natürlich auch ein Knäuel Sockenwolle. Das ist die Prolana Fashion D oder Fashion D. Ist eine ganz normale Sockenwolle, wie wir sie so kennen, in bärigen Lilatönen und grau-weiß. Ja, also finde ich sehr, sehr schön. Vor allem finde ich das so passend, weil das eigentlich so Farben sind, die auch meiner Freundin sehr gut gefallen. Also das sind dann sozusagen meine Freundinnen-Socken, wenn ich mir da welche draus stricke, werde ich mich auf jeden Fall immer an sie erinnern. Genau, ja, das war sozusagen der Familienzuwachs unterm Weihnachtsbaum. Muss ja mal sein, ne? Wie macht man Mama glücklich mit Socken? Genau. So, aber ich habe natürlich auch was fertig bekommen. Ich war ja nicht untätig, ne? Also Rechtsstricken geht ja irgendwie immer. Und da hatte ich ja ein großes Projekt mit viel rechts, rechts, rechts. Und es ist endlich fertig geworden. Ich habe euch ja gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Konnte ich auch bis zum Schluss echt nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, an der Seite zu messen. Ja, es geht um meinen Raglan. Um den hier. Dann habe ich gemessen und gemessen und habe gedacht, ja, wie lang soll der denn jetzt werden? Und dann habe ich mal so verglichen, was ich so an Pullovern habe. Und weil ich wollte ihn nicht wieder so ganz so lang machen wie meinen letzten Raglan. Der ist doch ein bisschen, also ich würde sagen, so ein Stück war der ein bisschen zu lang. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann dachte ich, warte mal, ich müsste noch 10 cm stricken. Aber meine Wolle ist eine Superwash-Sockenwolle. Was ist, wenn das Biest noch wächst? So, und dann habe ich nochmal hin und her recherchiert und habe Anleitungen geguckt, wo Superwash-Wolle benutzt wurde und so weiter. Und habe dann geguckt und dachte, ja, also insgesamt mach mal nur 40 cm, soll ja noch das Bündchen dran sein, also machst du nochmal 5 cm weniger. Und dann dachte ich, ja, dann kommt das jetzt hin, strickst noch 2 Runden und dann kommt das Bündchen dran. So, das habe ich dann auch gemacht, habe den Pullover dann auch gewaschen, Ärmel saßen perfekt vorher. Jetzt sind sie ein bisschen zu lang, aber am Körper hat es genau hingehauen. So, und ich habe ihn auch gewaschen, damit dieses Muster an den Ärmeln besser rauskommt. Ja, jetzt weiß ich nur nicht. Ich zeige ihn euch jetzt erstmal so. Also das ist mein lila Zebra-Pullover, wo die Streifenfolge ja auch immer irgendwie anders ist. Man sieht hier den Übergang, wo ich bei den Ärmeln aufgehört habe, ne? Die abgetrennt habe. Dann wurden die Streifen ein bisschen breiter wieder. Und unten ist irgendwie auch nochmal... Nee, ist da noch ein Wechsel? Ja, ich glaube, man sieht irgendwo, wo das Knäuel gewechselt wurde, weil die Streifenfolge da nicht ganz hinhaut. Ich glaube, das müsste hier irgendwo sein. Oder vielleicht ist es auch die Farbe, die nicht so ganz, obwohl es die gleiche Charge ist.
Ja, an den Ärmeln sind die Streifen dementsprechend ein bisschen breiter. Aber das stört ja nicht, weil sie auf beiden Seiten gleich sind. Und auf den Ärmeln, so kletter ich mal hier rein. Ja, seht ihr das? Habe ich das Kraus-Rechts-Muster genommen, wie von dem Flex. Flex Light oder Flex von Tim Chemnitz. Genau, ja. Die Wolle ist schön geschmeidig geworden nach dem Baden. Und ja, er sitzt eigentlich ganz gut. Wie ich es mir ja schon gedacht habe, aber ich bin halt so ein Ringelfanatiker, ne? Ich liebe das ja. Und dann, ja, es ist natürlich für mich nicht so ganz vorteilhaft, Querstreifen. Ne? Das trägt unglaublich auf, macht die Brüste größer, als sie sowieso schon sind. Und ja, ist halt so. Da muss ich jetzt durch. Ich liebe halt Ringel. So. Ich mag das unglaublich gerne, solche gestreiften Sachen. Aber ja, im Laden würde ich sie mir jetzt nicht kaufen. Ich habe sie mir jetzt gestrickt. Genau, abgesetzt habe ich das mit einer grauen Sockenwolle an den Bündchen. Genau. So, alles in meinem Ravelry-Account verlinkt. Ach ja, genau, den Marker, den habe ich ausgetauscht gegen ein Plastikding, damit ich das baden konnte. Da seht ihr, wie viel jetzt noch dran gekommen ist, seitdem ich euch das letzte Mal gezeigt hatte. Und ich glaube, das ist auch ungefähr die Stelle, wo ich das neue Knäuel angesetzt habe. Sieht man. Also man sieht echt, dass da ein kleiner Farbunterschied ist. Ne? In echt nicht. In echt merkt man es kein Stück. Aber die Kamera, die fängt das echt auf, dass die Knäule nicht ganz gleich sind. Witzig, obwohl es die gleiche Nummer war, gleiche Partie. Ja, aber ich bin froh, dass er jetzt endlich fertig ist. Ich werde jetzt noch ein Foto machen, damit ich ihn auch in mein Projekt einpflegen kann. Und dann ziehe ich ihn an. Ich habe ihn jetzt so lange nicht angezogen, weil ich ihn euch nochmal zeigen wollte, bevor er wieder verkleckst ist oder so. Man hat ja zu Weihnachten dann doch immer nochmal Keksprojekte laufen. Und ja, ich wollte ihn nicht euch schon total abgenudelt zeigen. So, ja, dann waren alle Geschenkeprojekte vorbei und mein großer Traklan war weg. Und dann habe ich in meine Liste geguckt und in meine Taschen geguckt und alles war weg. Ja, und bei Ravelry habe ich dann gesehen, die Fibonacci-Socken. Das war ja ein Projekt, wo ich gedacht habe, also das hat mich ja so geärgert, weil die sich so gewellt haben. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Und dann dachte ich, du probierst es nochmal mit Rundstricknadeln. Ja, das war eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Nur habe ich die Übergänge bei dem Magic Loop nicht auf die Reihe gekriegt. Weil bei den Fibonacci-Socken genau an der Stelle über 5 Maschen gespannt wird. Dann hat man 3 Maschen auf der einen Nadel, 2 auf der anderen Nadel. Und dann sind einfach die Spannfäden, also es war unglaublich anstrengend, das richtig hinzukriegen. Dann habe ich gedacht, ach komm, wieder auf die aufs Nadelspiel. So, also nochmal aufgemacht. Ich glaube, insgesamt habe ich diese Socken 3-mal aufgemacht. Dann war ich immer noch recht unglücklich und mein Mann sagte, ach komm, die sehen toll aus. Dehnbar sind sie. Sieht trotzdem komisch aus. Ich zeige es euch mal. So. Also, gestrickt hatte ich das ja aus der Aktivsockenwolle. In Rot. Ui, das knallt. Nee. Also das ist ein schönes Weihnachtsrot und nicht so ein, keine Ahnung, Alarmsirenenrot. Also das ist völlig überhellt. Stellt es euch um ein paar Nuancen dunkler vor. Genau. Weiß und Rot. Ja, also ungefähr so ist das Rot besser. Wenn ich so weit nach vorne gehe, seht ihr, wird es viel heller. So, das war das Garn. Ich fand es ein Tücken dünn. Ich weiß nicht, also ich hatte ja schon ein paar Mal verstrickt, aber irgendwie, es ist ein bisschen dünner. Also man muss da schon mit den Nadelstärken ein bisschen hantieren. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz in Ordnung jetzt so. Also, ich habe sie noch nicht gewaschen, aus lauter Angst, dass das Rot vielleicht in das Weiß einfärbt oder so. Ich wollte es wenigstens zeigen. Wenn es nachher daneben gegangen ist, sage ich euch auch nochmal Bescheid. Ich habe immer ein bisschen Angst, ich weiß gar nicht. Also bei Blau und Rot oder überhaupt bei Farben, die man mit Weiß verstrickt, habe ich immer Angst, dass das Weiß nachher einen Stich kriegt. Ne?
So. Ja, jetzt habe ich das Brett nicht mitgebracht. Nee, habe ich nicht. Aber dann seht ihr, was ich meine. So, die Fibonacci-Socken, das sind diese Socken. Und die basieren ja auf diesem Fibonacci-Prinzip. Das heißt, 1 plus 1 ist 2. So, und dann wird immer die letzte Zahl und die Zahl davor zusammen addiert. Also 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3, 2 plus 3 ist 5 und so geht das immer weiter. So, und bei diesen Socken ist das natürlich auch so. Moment, ich komme mal ein bisschen näher. Da habt ihr das dann auch, ne? Also 1 plus 1 ist 2 und 1 plus 2 ist 3 und dann 2 plus 3 ist 5. In der Höhe konnte das natürlich nicht eingehalten werden, weil Reihen ja ein anderes Verhältnis haben als eine Masche in der Breite. Ja, also eine Masche in der Höhe ist anders als in der Breite. Ja, so, also jetzt in der Kamera kommt es eigentlich ganz gut so rüber, das Muster. Und ihr seht auch, es ist elastisch, ne? Also da komme ich auch gut mit meinen Schinkelchen rein. Was ich sehr, sehr schön finde, ist dieses Sohlenmuster. Daraus einfach ein ganzes Paar Socken könnte ich mir auch super vorstellen. Strickt sich auch viel einfacher, weil man nicht so viele, also das Größte, was man spannen muss, sind 3 Maschen. Und dadurch, dass es immer an einer anderen Stelle ist, braucht man sich auch überhaupt keine Sorgen machen wegen Verkreuzen oder so. Oder dass man immer zu große Spannfäden hat. Also die Rückseite sieht super aus. Gefällt mir klasse. Ja, und was ich meine mit den großen Spannfäden, das sind hier diese Stellen, diese 5 Maschen, die überspannt werden. Man kann das so locker lassen, wie man möchte. Die Maschen werden einfach nur größer und trotzdem entstehen diese Berge. Das kommt dadurch zustande, dass immer an der gleichen Stelle der Faden gewechselt wird. Es ist nicht so, dass jetzt mal hier, so wie bei einer Blume oder so, der Faden mal hier gespannt wird oder ich sag mal hier. Na, da wird der Faden immer an einer anderen Stelle gespannt und dadurch wird das ganze Gestrick schön glatt. Hier ist die Spannung immer an der gleichen Stelle. Immer hier, immer hier. Und dadurch entstehen diese Berge, obwohl es, wenn man es anhat, glatt liegt. Das ist nicht das Problem. Es hat genügend Platz, um sich zu entspannen. Aber in diesem Zustand zieht es sich halt zusammen. Die Wolle ist elastisch. Naja. Ja, es ist halt auch gezwirnte Wolle. Ich weiß nicht, ob das da jetzt auch was ausmacht. Wenn ich es jetzt baden werde, dann wird es sich wahrscheinlich ein wenig legen. Was bei den Socken auch ein bisschen... Also das ist ja eine Sache, das ist meine persönliche Geschmackssache. Ich mag nicht gerne so einen langen Schaft. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch einfach nur einen Schaft hier haben können. So. Ne? Bündchen noch dran. Das reicht für mich völlig aus. Also dieses Stück hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Aber ich dachte, ach, das, ja, 2 Mustersätze ist natürlich schon schöner als nur ein. Dann wirkt das Muster besser. Aber für mich reichen Socken so aus. Ich muss das nicht so lang haben. Ich habe es jetzt aber gemacht. Garn hat natürlich auch gereicht. So, hier ist auch der Beweis, 2. Socke. Sie sind fertig. Ich habe es geschafft. Das waren ja Socken, die wollte ich unbedingt haben. Ich habe auch ein bisschen rumrecherchiert und habe gesehen, bei den anderen sieht es genauso aus. Also es liegt nicht unbedingt an mir. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich komme mal kurz weg. Ich weiß nicht, wie oft ich die aufgemacht habe. Also 3-mal mindestens. Allein schon von Nadelspiel, also erst mit Nadelspiel, dann hat es mir nicht gefallen. Dann habe ich es nochmal aufgemacht und habe zuerst hatte ich nur gespannt, dann hatte ich ganz viel gekreuzt. Das gekreuzt hat mir nicht gefallen, weil es durchgeblitzt hat. Dann habe ich wieder gespannt und dann habe ich gesagt, ne, dann stricke ich es jetzt auf Rundstricknadel. Rundstricknadel hat ja auch nicht geklappt und dann hatte ich es jetzt nochmal gestrickt und jetzt war so wirklich der Punkt, entweder mache ich jetzt auf oder ich ziehe es durch. Ich habe jetzt gesagt, ich ziehe es jetzt durch, jetzt ist es mir egal. Genau, und hier seht ihr nochmal die Socken auf dem Cover. Da sehen sie gar nicht so lang aus, aber ich finde sie schon ein bisschen lang. Aber das war bei meinen Crest-Socken, die aus diesem Buch sind, ja auch. Moment, ich zeige jetzt euch mal hier.
Die sehen ja auch nicht so lang aus. Das waren ja die Crest-Socken. Die hatte ich aus einem Opal-Abo gestrickt in diesen Blautönen. Ja, die fand ich auch schon sehr schön. So, und das Paar, was ich jetzt gestrickt habe, das war, wie gesagt, das Bild habe ich euch schon gezeigt. Und hier seht ihr auch nochmal die Sohlen. Und die hatten es mir einfach total angetan. Also dieses Buch hat sowieso so schöne Muster. Das ist das Op Art Socks Book von der Stephanie van der Linden. Und diese Salamandersocken, die habe ich mir mal in Weiß und Grün gestrickt. Moment, mal gucken, ob ich sie jetzt hier finde. Genau. Die finde ich nämlich so toll, weil diese Salamander, der braune Salamander, der braune Zwischenraum ist ein Salamander und der gelbe Zwischenraum ist auch ein Salamander. Also das sieht man hier, das spiegelt so. Hier, das ist ein Salamander, aber genauso ist das ein Salamander. Es ist so ein Wahnsinnsmuster. Entweder man hat einen gelben Hintergrund mit braunen Salamandern oder einen braunen Hintergrund mit gelben Salamandern. Und was ich auch sehr schön fand, war hier auf der Rückseite von der Ferse ist ein Salamander. Das fand ich auch sehr schön. Und soweit ich weiß, irgendwie auf der Sohle, genau, der Sohle auch nochmal. Ja, die Socken, die haben es jetzt ein paar Jahre bei mir überlebt. Und jetzt kriegen sie Löcher. Und zwar genau da. Da, wo die zwei Fäden einfarbig sind. Da ist es dünn geworden. Alles andere wäre noch super. Bin ich jetzt natürlich am Überlegen, ob ich einfach an der Stelle das ein bisschen verstärke. Weil es ist natürlich schon schade, so Colorwork-Socken wegzuschmeißen. Ne? Beziehungsweise wieder aufzuribbeln. Ihr wisst ja, ich verribbel meine Socken, wenn sie kaputt gehen. Und diese Socken hatte ich auch mal gestrickt. Allerdings nicht so wie hier im Wechsel, sondern hellgrün und dann die Muscheln oben mit dunkelgrün. Und beide Socken gleich, nicht so vertauscht. Also es ist ein sehr schönes Buch. Da gibt es noch einiges, was ich gerne stricken würde. Ich habe ein paar Socken. Ah, ich habe noch mehrere Socken, was ich unbedingt machen möchte. Diese hier zum Beispiel. Nur nicht ganz so quietschebunt. Ich habe gedacht, irgendwie so zwei solche Zauberball-ähnlichen Knäule, aber dann nicht ganz so wild in den Farben, sondern vielleicht, keine Ahnung, irgendwie einen so in Pinktönen gehalten, den anderen in Grün oder vielleicht Pink mit Schwarz oder sowas. Das würde ich schon sehr schön finden. Also die sind echt schön. Ja, ist natürlich auch wieder Colorwork, ne? Also das ist da geht ein bisschen Zeit ins Land, bis man die gestrickt hat. So, und dann hatte ich noch eins mit Hebemaschen, glaube ich. Und das würde ich auch gerne stricken. Das wäre vielleicht sogar was für meine Jungs. Na, wo habe ich es denn? Wenn man was sucht. Genau, das sind diese hier. Die Ludwig-Socken. Die finde ich auch unglaublich schön. Und da würde ich auch gucken, dass ich das ungefähr in diesen Farben mache. Einer kann Farbverlauf sein und der andere Uniton läuft dann als Hebemaschen drüber. Würde ich sehr schön finden. Ja. Wie gesagt, das Buch gefällt mir gut. Habe ich auch von meinem Mann damals gekriegt, vor Jahren schon. So, ja, Oben einmal wieder runter. Tüte ist gleich leer. Zu Weihnachten habe ich von meinem Mann auch noch ein Sockenbuch gekriegt. Und zwar dieses hier von der Veronika Hook, das Patentsockenstricken. Das finde ich ist ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Und allein nach vorne, was man da schon sieht, das sind ja schon mal wahnsinnig schöne Muster. Oder ja, zum Beispiel sowas auch. Ne? Also das würde mich auch mal reizen. Da ist der Fuß nicht ganz so dick, aber der schafft halt ein bisschen. Müsste ich dann wahrscheinlich verschenken. Wie gesagt, so lange Schäfte mag ich ja persönlich nicht. Oder ich sag mal so, ich trage sie nicht so gerne. Weil selbst meine dicken Socken mache ich ja relativ kurz, weil ich kann es nicht so gut haben. Wenn meine Beine heiß werden, dann kriege ich Restless Leg. Und dann ist mir das
Ja. Ist mir lieber nicht so warm. Also, ich weiß auch nicht, meine Beine mögen das nicht so gerne. Ja, ist ein schönes Büchlein. Ist auch nicht ein Heft, sondern mit einem harten Rücken. Gefällt mir eigentlich recht gut. Also, ich werde da bestimmt mich irgendwann mal hinsetzen und mal nach Wolle rauskrüscheln, um da mal ein bisschen was auszuprobieren. So, und jetzt tauche ich das letzte Mal ab. Da mein Mann. Ja, also wir haben ja alle irgendwie gefühlt in den ersten 3 Monaten Geburtstag. Genau genommen geht es eigentlich bis Mitte Mai. Aber ja, 2 Geburtstage jetzt im Januar, mein Mann und mein Sohn. Dann der nächste Sohn im Februar und der nächste dann im März. Den April haben wir ausgelassen und dann kommt Mai. Ja, also da habe ich natürlich noch ein paar Abnehmer. Und da habe ich mir überlegt, dass mein Mann. Er hat jetzt zu Weihnachten keine Socken gekriegt, das hat ja nicht mehr hingehauen, das hat wenigstens zum Geburtstag noch welche gekriegt. Als Januarkind kann man das ja mal auch gut haben. So, und da habe ich diese Sockenwolle ausgesucht und jetzt muss ich euch das auswendig erzählen. Ich habe die Banderole unten gelassen. Das ist dieses Knäuel. Das ist eine Lana Crosser Sockenwolle, die heißt Konfetti, aber die Nummer weiß ich jetzt nicht mehr. 2501 oder sowas, weiß ich nicht mehr. Habe ich aber auch in meinem Ravelry-Account hinterlegt. Genau, also wer da reingucken möchte. Ich habe jetzt noch kein Bild drin, weil ich ja noch am Stricken bin. Aber genau. Ja, und die sind quietschebunt, weil mein Mann, der steht ja im Moment auf bunt. Also und dann kann er ja auch mal was kriegen, ne? So, sie sehen wieder sehr schmal aus, weil er hat ja so dünne Schinkel. Es ist wieder 2 rechts verschränkt, 2 links. Herzchenferse. Das muss da oben auf dem Schaft. Auf dem Fuß weitergeführt und mir fehlen jetzt nur noch ein paar Reihen und dann kommt vorne die Blumenspitze dran. Ja, es sieht alles sehr, sehr schmal und dünn aus, ist aber trotzdem eine 42. Also wenn man die dann jetzt mal vergleicht, na, wo habe ich die von meinem Sohn? Da. Hier sehen die Proportionen ja viel kürzer aus, obwohl es die gleiche Größe ist. Na, ja. Also es ist noch. Ist im gleichen Verhältnis, ne? Es wirkt halt nur furchtbar schmal. Ja, aber ich dachte, das müsste ich doch jetzt noch in den nächsten 2 Wochen hinkriegen. Nur mein kleiner Sohn, der möchte noch keine selbstgestrickten Socken. Der sagt, Mama, das kitzelt. Also man muss auch irgendwann mal diesen Punkt erreichen, wo es einem wichtiger ist, dass es warm ist, als dass es kitzelt. Und weil ich bin auch der Meinung, und mein Mann sagt das auch, man gewöhnt sich dran. Wenn man so ganz fixiert ist auf etwas Neues, wie zum Beispiel halt handgestrickte Socken auf den Füßen, achtet man bei jeder Sekunde darauf, wie fühlt es sich an. Und dann merkt man natürlich, ah, piekt hier, piekt da, könnte kratzen. So. Wenn man aber irgendwie das immer trägt, also ich trage seit Jahren, im Prinzip jetzt schon bestimmt jetzt fast ein Jahrzehnt, fast ausschließlich handgestrickte Socken. Ich habe für den Sommer noch so ein paar kleine Sneakersocken aus Baumwolle. Einfach, weil entweder laufe ich im Sommer barfuß oder wenn ich halt irgendwie was Schuhmäßiges anziehe, dann halt diese Sneakersocken. Und sobald es halt dafür zu kalt ist, habe ich wieder Wollsocken an den Füßen. So, und ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, diese gekauften Baumwollsocken zu tragen. Und jedes Mal, wenn ich denke, ah, kaufst du dir mal, weil bei bestimmten Schuhen, wie Sportschuhen oder so, sind die ja eigentlich nicht so toll, die Wollsocken. Die sind ja ein bisschen dick und auch ein bisschen warm. Kaufst du dir noch mal so einen Satz Baumwollsocken? Ich trage die nicht gerne. Ich trage die wirklich nur, wenn es sein muss. Halt wirklich zum Beispiel zum Sport. Und ich bin dann auch immer froh, wenn ich sie wieder ausziehe. Und das war auch der Grund, warum mein Ältester gesagt hat, Mama, ich möchte mal Wollsocken haben. Und zwar welche, die auch oben mit dem Gummi nicht so eng sind. Weil da kann man sich ja tot suchen. Socken, die ein vernünftig breites Bündchen haben und die nicht so einschnüren. Und dass mein Sohn, der sowieso nur solche Beine hat, ne? Also, naja, gut, also, ne? Mein Mann hat jetzt gesagt, er braucht noch mehr Wollsocken, weil die Wollsocken, die er hat, die sind halt immer so schnell in der Wäsche. Und wir haben zum Beispiel nicht so viel helle Wäsche, wir haben eigentlich mehr dunkle Wäsche. Und bei einer 8-Kilo-Maschine, da dauert es halt eine Weile, bis die voll ist.
Ich schmeiß keine halbe Maschine an, nur um zwei Paar Socken zu haben. So, also das heißt, er kriegt jetzt mehr Wollsocken und es sind natürlich auch wieder helle. Das heißt, da muss er jetzt auch wieder drauf warten, bis die dann aus der Wäsche kommen. Ja. Aber ich dachte, sie gefallen ihm vielleicht, wenn er jetzt gerade so auf Bund steht. Ich bin ein bisschen am Hin und Her überlegen. Die sind auch ein bisschen fester als die Butinette Sockenwolle. Aber mal gucken, wie es ist, wenn sie das erste Mal gewaschen sind. Genau. Ja, Projekt Socken für mein Männle. So, und was habe ich noch? Ja, die Zeitschriften von meinem Schwiegervater, die habe ich jetzt unten liegen lassen. Aber die sind jetzt mittlerweile auch schon nicht mehr so ganz aktuell. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, es ist auch nicht so wirklich was drin gewesen. Geht euch auch so, dass die Zeitschriften enorm nachgelassen haben? Für mich sind keine tragbaren Sachen dabei. Also wenn ich mir einen Wollpullover stricke, dann will ich nicht, dass der ganz lace ist. Genau. Ja, ich gucke gerade so rum. Gezeigt habe ich euch alles, bis eben auf diese Zeitschriften. Aber wie gesagt, das war auch nicht wirklich was für mich drin. Also wenn ich da in zwei, drei Zeitschriften irgendwie ein, zwei Teile gefunden habe, die ich schön finde, und dann denke ich immer, das Geld lohnt sich da eigentlich gar nicht auszugeben. Da kann man sich eigentlich auch eine Anleitung für 6, 7, 8 Euro kaufen und ist günstiger rausgekommen und man weiß, man strickt es definitiv. Ne? Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden, was einem da gefällt. Oder es ist auch, keine Ahnung, ich bin mittlerweile ja schon 10 Jahre älter. Vielleicht hänge ich einfach noch an diesen alten Modellen und gehe nicht so mit der Mode mit. Kann ja auch sein. Ne? Weiß man nicht. So, ja, genau. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ja, Pläne, die mir im Kopf rumschwirren. Ja, habe ich eigentlich nicht so wirklich. Ich habe gedacht, ich würde jetzt zwischen den Tagen eines meiner beiden Tücher anschlagen, die da ewig schon mit Anleitung und Wolle in der Kiste liegen. Habe dann das In the Dark angeschlagen von Garnstudio, also von Drops. Und es hat mir keinen Spaß gemacht. Da war ich so frustriert und habe gedacht, was mache ich denn jetzt mit der Wolle? Stricke ich es jetzt einfach, weil ich die Wolle da jetzt schon ewig liegen habe? Oder lasse ich es? Oder ich habe den Beutel wieder zugemacht und habe gesagt, naja, vielleicht ist es auch noch nicht die Zeit. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mein Drachenfeuertuch raushole. Das ist natürlich ein Mammutprojekt und so richtig die Ruhe, so innerliche Ruhe hatte ich jetzt noch nicht. Ist ja mit sehr viel verkürzten Reihen. Weiß ich noch nicht. Muss ich noch überlegen. Ja, deswegen habe ich jetzt auch erstmal die Socken angeschlagen und habe gedacht, ach, jetzt stricke ich die Socken für meinen Mann und ich stricke die Socken für meinen Sohn. Und mein Mann meinte schon, ja, dann strick doch wieder ein Pullover. Was hatte ich euch gerade noch gesagt? Ich möchte gar nicht so ein großes Projekt jetzt wieder so schnell. Ja, also projektlos. Ich habe jetzt schon zwei Abende so im Prinzip vorm Fernseher gesessen. Konnte mich nur noch auf den Film konzentrieren, weil ich gesagt habe, ich will was machen. Ja. Ja, ich muss jetzt unbedingt was finden. Also. Naja, ihr werdet ja sehen, ob ich was gefunden habe. Und euch das dann zeigen kann. Ja. Deswegen denke ich auch nicht, dass ich jetzt noch vor Silvester euch noch mal was zeigen werde. Weil dafür ist es ja nur wirklich definitiv zu knapp. Und wenn ich mir was angucke, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um dieses Video jetzt aufzunehmen, obwohl ich ja genügend zum Zeigen gehabt hätte, ne? Aber es hat sich einfach immer nicht ergeben. Ja, und wie das dann jetzt im Januar weiterläuft, am 11. fängt bei uns ja die Schule wieder an. Ja, dadurch, dass unsere Inzidenz jetzt auch so hoch ist, dass wir dann jetzt in den Wechselunterricht starten, heißt das für mich, ich habe immer irgendwie eine Woche, also ein Kind in der Schule und eins in der zu Hause. Wie das genau aufgeteilt ist, weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Und beim Kleinen ist es sogar noch krasser. Der geht die erste Woche jeden zweiten Tag in die Schule. Die zweite Woche geht er ganz in die Schule, nur den Freitag nicht. Und dann die Woche ist er eine Woche zu Hause und muss dann am Freitag zum Zeugnis abholen wieder in die Schule. Also es ist nicht konsequent. Und da die ja unterschiedliche Schulen haben, habe ich dann bei jedem Kind ein anderes System.
beziehungsweise die beiden Großen gehen ja auf die gleiche Schule, aber sie sind in unterschiedlichen Gruppen, wo wir auch schon überlegt haben, ob wir dann den Lehrer mal anschreiben und sagen, ob es denn nicht sinnvoller wäre, um die Kontakte jetzt familienweise gesehen nochmal zu reduzieren, die Kinder in die gleiche Gruppe, also in die gleiche Einteilung A-B-Wochen zu stecken und nicht nach Alphabet in der Klasse zu gucken. Weil das wäre vielleicht ja dann doch nochmal sinnvoller und für uns auch einfacher. Also weil ich habe schon gesagt, ich muss mir einen Kalender anschaffen, in dem ich nur eintrage, wann welches Kind in die Schule muss. Also ich hoffe, dass die den Überblick behalten. Ja, so, aber damit will ich euch jetzt gar nicht langweilen. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur sagen, dass ich noch nicht so genau weiß, wann ich das nächste Mal aufnehmen werde. Ich muss erst mal gucken, wie sich das halt bei uns einpendelt. Und naja, auf jeden Fall möchte ich euch ganz, ganz herzlich ein schönes neues Jahr wünschen. Mit viel, hoffentlich, Gesundheit und auch viel Freude. Und dass ihr trotz dieser ganzen Einschränkungen euch nicht einsam fühlt. Dass ihr viele schöne Dinge findet, die ihr machen könnt. Dass ihr auch keine Angst habt, dass ihr euch sicher fühlt. Und ja, das, was jeder Mensch braucht, dass er sich geliebt fühlt. Und dass wir einfach darauf hoffen, dass das nächste Jahr wieder schöner wird, ruhiger wird und auch wieder etwas geselliger werden kann. Ja, auch wenn wir uns über die ganzen Medien und so weiter immer irgendwie sehen können, ist es doch schöner, die Menschen auch wieder in den Arm nehmen zu können. Ja, genau, das habe ich jetzt zu Weihnachten sehr stark gemerkt, weil wir ja wirklich nur zu sechs gefeiert haben und niemand anders mehr gesehen haben. Und ja, ich hoffe wirklich drauf, dass wir das nächste Jahr wieder ein wenig näher zusammenrücken können. Genau. Also, ne, passt auf euch auf, habt viel Freude jetzt während der freien Tage, dass ihr noch ein bisschen machen könnt, und was ihr möchtet und euch entspannen könnt und dass wir dann gewappnet sind für das neue Jahr, egal was jetzt kommt und wie es kommt und dass wir dafür die Nerven haben. Also, liebe Grüße an euch alle. Tschüss.